Der Hamster ist gerade wach, deshalb drehe ich das Video jetzt. Ich hoffe, du gehst nicht schlafen, Wisti, weil ich möchte das Video jetzt drehen. Ja, im heutigen Video zeige ich euch 9 Nachteile über die Haltung von Hamstern, ja. Ich habe ja letztens ein Video gemacht, in dem ich euch 10 Vorteile gezeigt habe und jetzt kommt das Gegenstück und zwar die Nachteile. Einige Nachteile sind mehr oder weniger doppelt, also und einige Nachteile sind auch eigentlich sehr unspektakulär, einfach so eigentlich Nachteile, die klar sind, aber ich wollte dieses Video auch machen, aber ich habe leider irgendwie nicht so viele, also das heißt leider, zum Glück nicht so viele Nachteile gefunden. Das heißt ja, dass Hamster ganz schön gute Tierchen sind. Es ist wieder eigentlich gleich aufgebaut wie das letzte Video. Ich filme einfach hier den Hamster und zeige euch da oder erzähle euch dann von den Nachteilen. Und ja, ich kann es auch nicht anders machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst machen sollte. Ich denke, wir können direkt beginnen mit dem ersten Nachteil. Und zwar, mit einem Hamster kann man nicht so viel anfangen, würde ich sagen. Oh ne, es geht, du bist, glaube ich, wieder pennen. Weil das heißt. Oh, du bist ganz schön schnell. Ja. Okay, ja, wo ist es, glaube ich, wieder weg? Das war aber richtig süß, muss ich aber sagen. Ja, die sucht halt manchmal die Taschentücher zusammen und bringt die dann in ihr Nest. Naja, ich wette, die kommt jetzt nicht mehr nach vorne, deshalb erkläre ich euch noch schnell den Nachteil und danach muss ich warten, bis sie wieder wach ist. Ja. Also, Hamster sind leider nicht so, mit denen kann man nicht so viel anfangen, wie zum Beispiel mit deinem Hund. Also, Hamster sind eher Beobachtungstiere. Also, man kann einfach sie nicht so. Ich vergleiche es zwar mit deinem Hund, ist zwar ein sehr dummer Vergleich, aber man kann mit deinem Hamster. Man kann deinen Hamster nicht so trainieren und mit deinem Hamster nicht so viel anfangen, wie mit deinem Hund. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, der Hamster ist einfach. Der ist halt einfach zum Beobachten und nicht, dass man mit dem viel machen kann. Bubi ist jetzt wieder wach und ja, es geht jetzt weiter. Und zwar ist der nächste Nachteil, dass Hamster nachtaktiv sind. Das heißt, tagsüber könnt ihr nicht so viel mit ihnen machen. Ja, das nächste ist, Hamster sind recht teuer. Und wenn man sie, ich würde sagen, nämlich, wenn man Hamster vergleicht, was sie sind, also sie sind recht klein und brauchen dann ein großes Gehege und natürlich hier viel Zubehör, Laufrad und alles. Und natürlich ein großes Gehege. Deshalb würde ich sagen, Hamster sind recht teuer. Der nächste Nachteil ist das Alter von Hamster. Hamster werden nur 2 oder 1 bis 2 Jahre alt. Wenn man Glück hat, vielleicht sogar 3 Jahre alt. Hamster sind keine Kuscheltiere. Also mit Hamstern kann man wirklich. Die sind nicht zum Kuscheln gedacht. Also man kann sie so auf die Hand nehmen, aber nicht streicheln oder so. Das mögen Hamster einfach nicht. Dann, Hamster sind Haustiere. Klingt jetzt komisch, aber man muss sich um den Hamster kümmern. Das ist natürlich jetzt auch wieder sowas, das ist eigentlich klar, aber ich habe einen Nachteil gebraucht und deshalb habe ich das auch reingenommen. Dann solange man den Hamster hat, um den Hamster kümmern und deshalb auch jemanden finden, der zum Beispiel Urlaub und so für den Hamster da ist. Ja, und damit meine ich natürlich auch, dass man zum Tierarzt gehen muss. Dann kommen wir schon zum nächsten, und zwar, dass Hamster in Einzelhaltung gehalten werden. Ja, also wenn man jetzt gerne ein Haustier haben will, das. Ja, oder wenn man gerne mehrere Haustiere haben will, wo man auch sicher ist, dass dann eins wach ist, zum Beispiel bei Mäusen oder so, ich schlafe ja manchmal tagsüber auch. Hätte man auf jeden Fall immer eins, was wach ist. Hamster sind Einzelgänger. Der nächste Nachteil ist, dass man nicht so gut an Hamsterzubehör kommt. Also, ich würde vor allem sagen, Futter. Futter kriegt man in einem Zoofachhandel wirklich eigentlich kein gutes Futter, so Hauptfutter oder so. Und auch artgerechte Gehege findet man da nicht mal halt nie. Also, da muss man entweder selbst was bauen oder eben man kauft sich halt was. Aber das muss man dann meistens im Internet kaufen. Das Futter meistens auf so speziellen Webseiten. Ja, als nächstes, Hamster sind Nagetiere, würde ich zwar sagen, ist nicht so schlimm bei Hamstern. Also, sie nagen, das heißt, wenn man ihnen auch mal Auslauf geben will, dann kann es sein, dass man halt ein paar Sachen, dass man halt einen abgetrennten Bereich braucht und nicht, dass man sie einfach so im Zimmer rumlaufen kann, weil die können dann alles Mögliche anknabbern. Und
Ja, ich meine, ich würde sagen, Hamster sind natürlich nicht so schlimm, dass sie jetzt wirklich alles annagen. Ich muss sagen, so schlimme schlimme Nagetiere sind Hamster jetzt nicht. Auf jeden Fall, aber sie sind halt Nagetiere. Ich brauche halt einfach genug Nachteile. So. Dann haben wir nämlich noch das letzte, und zwar, ich habe übrigens, das war ja gerade der 9. Nachteil. Das von vorhin, und jetzt kommt der 10., weil mir ist gerade noch was eingefallen. Achso, sind es doch 10 Nachteile und nicht 9. Falls sich jetzt schon welche gewundert haben wegen dem Titel. Ja, und zwar, der letzte Nachteil ist, dass Hamster Auslauf brauchen. Ich finde, Zwerghamster kommt es drauf an. Und die meisten Goldhamster benötigen das wirklich. Und es kommt natürlich auf den Hamster drauf an. Also, Wisti, sie ist zwar ja, für die ersten paar 5 Minuten interessiert sie sich für den Auslauf. Ja, das war's dann mit dem Video. Das ist wieder wie das letzte Video mit den. Jetzt komm, geh nicht, bitte. Geh nicht. Ich will noch schnell das Video zu Ende bringen. Das Video, das ist zu Ende. Es ist jetzt natürlich so aufgebaut wie das letzte mit den Vorteilen. Ich kann halt nichts anderes filmen als jetzt mein Hamster. So, es geht halt um Hamster. Ich kann das halt nicht besser jetzt machen. Aber es geht dann hier vor allem um Nachteile. Und ich hoffe, man. Ja, die Aufnahmen finde ich so schlimm. Wenn ihr irgendeine Verbesserung vorschlagt habt, wie ich vielleicht so ein Video besser machen könnte, wo ich solche Sachen aufzähle und nicht nur einfach den Hamster die ganze Zeit filme, könnt ihr das sagen. Ja. Sie ist jetzt noch weiterhin süß und bis zum nächsten Mal.